diesem Video geht es um Fructose-Sirup, wie der in Deutschland genannt wird, könnt ihr dem Vorspann entnehmen. Das, was ich euch vortrage, besteht aus Übersetzungen von englischsprachigen Artikeln. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Der Einstieg geht los mit High Fructose Corn Syrup, abgekürzt HFCS. So wird das im amerikanischen Sprachraum bezeichnet. Wenn ihr bei YouTube sucht und einfach HFCS eingibt, findet ihr jede Menge englischsprachige Informationen dazu. Ein Gift ist eine Substanz, die Verletzung, Krankheit oder Tod verursacht, insbesondere durch chemische Mittel. Ausgehend von dieser Definition ist High Fructose Corn Syrup wirklich ein Gift. HFCS ist ein hochverarbeiteter Süßstoff und wird aus Mais, der seit 1970 dafür verwendet wird, hergestellt. Entschuldigung, den letzten Satz noch einmal. Dieser Sirup ersetzt immer mehr Weißzucker und Saccharose in verarbeiteten Lebensmitteln und wird derzeit in den meisten verarbeiteten Lebensmitteln in Supermärkten gefunden. Studien haben ermittelt, dass die Amerikaner im Schnitt 12 Teelöffel pro Tag dieses Süßstoffs konsumieren. Hier ist eine Grafik, welche den Aufstieg des HFCS in unserer Ernährung zeigt. Aufgrund seiner süßen Eigenschaften wird HFCS offensichtlich in zuckerhaltigen Produkten wie Marmelade, Softdrinks und abgepackten Backwaren gefunden. Allerdings wissen viele Menschen nicht, dass es auch in zahlreichen weiteren Produkten wie Suppen, Brot, Pastasoßen, Getreide, gefrorenen Vorspeisen, Fleisch, Salatdressings und Gewürzen zu finden ist. HFCS ist auch in sogenannten Health-Produkten, einschließlich Proteinbars, fettarmen Nahrungsmitteln und Energy-Drinks zu finden. Wie kann etwas, das so gut schmeckt, so schlecht sein? Hier sind einige Fakten über HFCS. Forschung verbindet HFCS mit steigenden Raten von Übergewicht und Diabetes in Nordamerika, vor allem bei Kindern. Fructose wird mehr in Fett umgewandelt als jeder andere Zucker. Und als Flüssigkeit geht es viel schneller in die Blutbahn. Getränke mit einem HFCS haben höhere Anteile an reaktiven Verbindungen, die mit Zell- und Gewebeschäden in Verbindung gebracht werden, welche zu Diabetes führen. Es gibt einige Hinweise, dass Maisfructose anders als Rohrzucker im Körper verarbeitet wird, was zu einem verringerten Gefühl der Sättigung führt und damit zu einem größeren Potenzial für übermäßigen Verbrauch. Studien von Forschern an der UC Davis und der University of Michigan haben gezeigt, dass der Konsum von Fructose, die leichter zu Fett von der Leber umgewandelt wird, den Gehalt an Fett im Blut steigert in Form von Triglyceriden. Im Gegensatz zu anderen Arten von Kohlenhydraten, die aus Glucose hergestellt werden, regt Fructose die Bauchspeicheldrüse nicht an, Insulin zu produzieren. Peter Havel, ein Ernährungswissenschaftler an der UC, der die Auswirkungen von Fructose auf den Stoffwechsel studiert, hat ebenfalls herausgefunden, dass Fructose die Produktion von Leptin, einem Hormon, das von den körpereigenen Fettzellen produziert wird, nicht anregt. Sowohl Insulin und Leptin wirken als Signale an das Gehirn, den Appetit zu zügeln und das Körpergewicht zu kontrollieren. Havels Forschung zeigt auch, dass Fructose nicht die Produktion von Ghrelin, einem Hormon, das Hunger und Appetit unterdrückt, erhöht. Da der Körper die Fructose in HFCS anders verarbeitet, als es bei Rohr- oder Rübenzucker der Fall ist, verändert sie die Art und Weise von stoffwechselregulierender Hormonfunktion. Es zwingt auch die Leber, mehr Fett in die Blutbahn abzugeben. Das Endergebnis ist, dass unser Körper im Wesentlichen durch den Wunsch, mehr zu essen, ausgetrickst wird, während er zur gleichen Zeit mehr Fett speichert. Eine Studie
Im Journal des National Cancer Institute legt nahe, dass Frauen, deren Diät reich war an Kohlenhydraten und insgesamt Fructoseaufnahme, ein erhöhtes Risiko für Darmkrebs hatten. HFCS beeinträchtigt die Nutzung von wichtigen Mineralien wie Magnesium, Kupfer und Chrom durch das Herz. HFCS wurde als Ursache festgestellt, die Wirkung des Immunsystems zu verringern, durch die Hemmung der Wirkung von weißen Blutkörperchen. Der Körper kann sich dann nicht mehr gegen schädliche Eindringlinge verteidigen. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Fruchtzucker, also Fructose, Krankheiten tatsächlich mehr fördert als Glucose. Glucose wird in jeder Zelle im Körper verstoffwechselt, metabolisiert, wohingegen Fructose in der Leber verstoffwechselt wird. Die Lebern von Versuchstieren, die mit großen Mengen an Fructose gefüttert wurden, entwickelten Fettablagerung und Zirrhose, verglichen mit der Leber von Alkoholikern. HFCS ist hochraffiniert, mehr noch als weißer Zucker. Das Korn, aus dem HFCS gewonnen wird, ist fast immer genetisch verändert, genauso wie die Enzyme, welche bei der Raffinierung verwendet werden. Es gibt zunehmend Besorgnis über die Politik rund um die Wirtschaftlichkeit der Maisproduktion, Subventionen, Zölle und Verordnungen, sowie die Auswirkung der intensiven Landwirtschaft des Maisanbaus auf die Umwelt. Viele Studien haben eine starke Korrelation zwischen dem Anstieg des HFCS-Verbrauchs in den vergangenen Jahren und der Zunahme der Adipositas, Fettleibigkeit, im gleichen Zeitraum beobachtet. Adipositas, an der Spitze des Ungesunden für den Körper, wirkt sich direkt auf Funktionen des Gehirns aus. Einige Forscher fragen inzwischen nach der Rolle der Fettleibigkeit bei der Degeneration des Gehirns. Forscher vermuten seit langem, dass ein Zusammenhang zwischen Übergewicht und sinkender Intelligenz existiert. Neue Studien bestätigen jetzt die Behauptung, dass Übergewicht schädlich für das Gehirn ist. Forscher an der University of California veröffentlichten in einem Artikel in den Archives of Neurology, dass eine starke Korrelation besteht zwischen der zentralen Adipositas und der Schrumpfung von einem Teil des Gehirns, des Hippocampus, welcher von grundlegender Bedeutung für die Erinnerung ist. Das wurde an MRT-Aufnahmen gemessen. Dies bedeutet nicht, dass fettleibige Menschen dumm sind. Es bedeutet jedoch, dass ihr Gehirn wahrscheinlich nicht so effektiv arbeitet, wie es könnte. Aber selbst wenn HFCS sie nicht dick macht, hat es immer noch Einfluss auf ihr Gehirn. Jüngste Studien haben gezeigt, dieser Süßstoff enthält, Sie haben es vielleicht erraten, Quecksilber. Eine Studie, veröffentlicht in der Zeitschrift Environmental Health, zeigt Quecksilber in 9 von 20 Proben von kommerziellen High-Fructose-Sirups. Die zweite Studie durch das Institut für Landwirtschafts- und Handelspolitik der USA, in Klammern IATP, Klammer zu, zeigt, dass fast ein Drittel von 55 Marken Lebensmitteln Quecksilber enthalten, vor allem Milchprodukte, Soßen und Gewürze. Die Marken enthalten große Namen wie Quaker, Hershey, Kraft und die Smucker. Hier ist die Tabelle, gefunden in der IATP-Studie, genannt nicht so süß, fehlende Quecksilber- und High-Fructose-Kornsirup-Angaben, zeigen detailliert den Betrag von Quecksilber in Produkten des täglichen Bedarfs, welche in Supermärkten zu finden sind. Natürlich leugnen Unternehmen, die HFCS produzieren, die Ergebnisse dieser Studien, indem sie behaupten, dieser Süßstoff ist natürlich. Aber das kommt von denen, die, wie du weißt, das Zeug verkaufen.
Kornraffinerien haben sogar einige seltsame PR-Anzeigen hergestellt, um Menschen zu ermutigen, ihr toxisches Produkt weiterhin zu sich zu nehmen. Hier war im Ursprungsartikel ein Video eingebunden, das ist aber nicht mehr verfügbar, weil der Uploader sein YouTube-Konto geschlossen hat, warum auch immer. Wer aber eingibt HFCS bei der YouTube-Suche, kriegt jede Menge angezeigt. Eine aktuelle Studie behauptet nun, HFCS macht sie nicht nur fett, sondern macht sie dumm mehr. Laut einem Team von der University of California stört der Süßstoff tatsächlich grundlegende Funktionen des Gehirns. Glücklicherweise können diese negativen Effekte mit dem Verzehr von Omega-3-Fettsäuren, eine Fettsäure, die in dem Artikel diskutiert wurde, reduziert werden. Siehe auch Verdummung der Gesellschaft Teil 3, wie ist der Prozess umkehrbar? Diesen Artikel findest du bei kulissenriss.eu. Jetzt geht's zum eigentlichen Artikel über die Studie. Es wurde festgestellt, dass Fructose die Gedächtnisspeicherung und die Hirnaktivität behindert. Zu viel Zucker könnte sie dumm machen, nach Ansicht der Forscher. Diese Ansicht ergaben Tests im Labor, welche HFSF, der 6-mal süßer als Rohrzucker ist, verglich mit normalen Zutaten, denen als eine gemeinsame Zutat in verarbeiteten Lebensmitteln Omega-3-Fettsäuren beigemengt ist, welche bekannt dafür ist, Gedächtnis und Lernen zu unterstützen. In einem Experiment an Ratten hatte eine Gruppe Ratten die zuckerhaltige Nahrung für 6 Wochen bekommen und eine andere Gruppe wurde gesund gefüttert. Zu Beginn der Studie, welche im Journal of Physiology veröffentlicht wurde, testete das Team der University of California, wie gut die Ratten durch ein Labyrinth navigieren, mittels Platzierung von Landmarken, damit sie den Weg lernen. 6 Wochen später testeten die Forscher die Fähigkeit der Ratten, die Strecke wieder zu verwenden. Co-Autor der Studie, Professor Fernando Gomez-Pinilla, sagte, die Ratten, denen nur eine zuckerhaltige Ernährung verabreicht wurden, waren langsamer und ihre Gehirne erinnerten sich nicht. Er sagte, das Essen einer High-Fructose-Diät verändert langfristig das Gehirn, seine Fähigkeit zu lernen und sich an Informationen zu erinnern. Allerdings ist die gute Nachricht, dass der Verzehr von Nüssen und Fisch, wie Lachs, in der Lage ist, dieser Störung entgegenzuwirken. Unsere Ergebnisse zeigen, dass das, was Sie essen, beeinflusst, wie Sie denken, sagt Professor Gomez-Pinilla. Hinzufügen von Omega-3-Fettsäuren zu Ihren Mahlzeiten kann helfen, den Schaden zu begrenzen. Während frühere Untersuchungen gezeigt haben, wie Fructose den Körper schädigt durch seine Rolle in der Diabetes bei Übergewicht und Fettleber, ist diese Studie die erste, um aufzudecken, wie der Süßstoff das Gehirn beeinflusst. Die Forscher studierten die Auswirkungen von High-Fructose-Sirup an Ratten, die eine ähnliche Chemie des Gehirns haben wie die Menschen. Die preiswerte Flüssigkeit ist 6-mal süßer als Rohrzucker und wird allgemein verarbeiteten Lebensmitteln wie beispielsweise Softdrinks zugesetzt. Wir reden hier nicht von natürlichem Fruchtzucker im Obst, der ebenfalls wichtige Antioxidantien enthält, sagte Professor Gomez-Pinilla. Wir sind besorgt über den High-Fructose-Sirup, der verarbeiteten Lebensmittelprodukten als Süßstoff und Konservierungsmittel hinzugefügt wird. Professor Gomez-Pinilla und Co-Autor Rahul Agrawal fanden heraus, dass sich das Gehirn der Ratten, welche eine Fructose-Lösung als Trinkwasser für 6 Wochen konsumiert hatten, verändert hatte. Professor Gomez-Pinilla sagte, ihre Gehirnzellen hatten Probleme, sich gegenseitig Signale zu senden. Gestört war die Fähigkeit, klar zu denken und sich zu erinnern an den Weg, den sie 6 Wochen zuvor gelernt hatten. Ein genauerer Blick auf das Gehirngewebe der Ratten lässt vermuten, dass Insulin viel von seiner Macht verloren hatte, um die Gehirnzellen zu beeinflussen. Die Autoren vermuten, der Verzehr von zu viel Fructose könnte die Fähigkeit von Insulin blockieren, zu regulieren, wie Zellen Zucker speichern und nutzen, um die benötigte Energie zum Denken und Fühlen zur Verfügung zu haben.
Ihre Studie schlägt auch vor, man soll regelmäßig Nahrungsmittel essen, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind, weil diese das Gehirn vor den Auswirkungen von Fructose schützen könnten. Professor Gomez-Pinilla sagte, es ist wie Geld zu sparen auf der Bank. Sie wollen eine Reserve für Ihr Gehirn bilden, um reagieren zu können, wenn es zusätzlichen Treibstoff benötigt, um zukünftig Krankheiten abzuwehren. Das ist im Wesentlichen auch das, was ich im ersten Teil dieses Videos schon vorgelesen habe. Immer dran denken, auf die Etiketten gucken, steht da Fructose-Glucose-Sirup drauf. Wieder hinstellen, nicht kaufen. Und dran denken, es gibt auch noch die anderen negativen Auswirkungen. Es macht nicht nur dummer. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher.